Trotz WLAN gibt es manchmal den Fall, dass Geräte in unterschiedlichen Räumen der Wohnung direkt per Netzwerkkabel verbunden werden sollen. Nachträglich Netzwerkkabel im Haus oder der Wohnung zu verlegen, kann aufwendig sein. Die meisten denken dabei an Kabelkanäle verlegen und Löcher durch die Wand bohren zum nächsten Zimmer. Es kann aber auch einfacher gehen, ganz ohne Bohrmaschine und auch ohne Kabelkanal. Und trotzdem ist das Netzwerkkabel am Ende nicht sichtbar. Auf diese Variante, die insbesondere auch für Mieter geeignet ist, möchte ich in diesem Video aufmerksam machen. Dafür können wir so ein Flachbandnetzwerkkabel verwenden. Trotz schlechterer Abschirmung im Vergleich zum normalen Netzwerkkabel sind diese Flachbandkabel meiner Erfahrung nach besser als ihr Ruf. Aber dazu später mehr im Video. Aufgrund der flachen Bauform lässt sich das Kabel an vielen Stellen mit wenig Aufwand quasi unsichtbar verlegen. Hier habe ich das Kabel beispielsweise unter einer Türzarge verlegt, um von einem Zimmer zum nächsten zu kommen, ohne zu bohren. Dann ging es in meinem Fall unterhalb von der Übergangsleiste weiter auf die andere Seite des Flurs. Auch hier sieht man am Ende nichts mehr vom Netzwerkkabel, nachdem die Übergangsleiste wieder montiert ist. Auch hinter Sockelleisten oder Fußleisten ist häufig noch Platz, um ein Flachbandnetzwerkkabel zu verstecken. In meinem Fall sind die Fußleisten nur mit Clips befestigt und sie lassen sich schnell und einfach entfernen, indem sie nach oben angehoben werden. Die Dehnfuge zwischen Wand und Laminat liefert genügend Platz für das Netzwerkkabel. Hier habe ich sogar zwei Flachbandkabel direkt nebeneinander hinter der Fußleiste entlang geführt. Aber nicht immer hat man Glück und die Fußleisten sind nur gesteckt. Diese ist beispielsweise geklebt und kann vorsichtig mit einem Cuttermesser von der Tapete gelöst werden. Auch bei den Türzargen kann es etwas kniffliger werden, denn nicht immer liegen diese frei und das Flachbandkabel kann problemlos darunter geschoben werden. Hier habe ich die Acrylfuge zunächst mit einem Cuttermesser vorsichtig durchtrennt. Anschließend konnte ich auch hier das Netzwerkkabel relativ problemlos unterbringen. Neben dem großen Vorteil der flachen Bauform haben die Flachbandnetzwerkkabel aber auch einen Nachteil. Die Abschirmung gegen Störquellen ist nicht so gut wie bei einem normalen Netzwerkkabel. Dieses Flachbandkabel ist nicht abgeschirmt, erkennbar an der Abkürzung UTP. Dieses herkömmliche Netzwerkkabel hingegen schon, erkennbar an der Abkürzung STP. Dennoch muss die nicht vorhandene Abschirmung nicht immer ein Problem sein. Hier in der Ecke liegen zwei Flachbandnetzwerkkabel beispielsweise direkt neben drei Stromkabeln, ohne dass ich irgendwelche Probleme in der Datenübertragung feststellen konnte. Auch sonst sind die Flachbandkabel meiner Erfahrung nach häufig robuster und besser als ihr Ruf. Hier habe ich beispielsweise einfach zwei Netzwerkkabel nach draußen durch das Fenster gelegt. Auch nach fast 3 Jahren sind das noch immer die ersten Kabel. Und das trotz der mechanischen Beanspruchung, denn das Fenster wird täglich zum Lüften geöffnet. Die Kabel verlaufen draußen ohne weiteren Schutz, sind also UV-Strahlung ausgesetzt und das Fenster ist nach Süden ausgerichtet. Bisher ohne Probleme. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.